Heute geht es um das dritte Auge und es geht vor allem darum, wenn du das Gefühl hast, Hilfe, mein drittes Auge ist blockiert. Ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Und ich möchte ein bisschen was über das dritte Auge erklären und erzählen, vor allem, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas blockiert mich in diesem Bereich. Das dritte Auge ist das sechste Hauptchakra innerhalb der sieben Chakren, der großen Energiezentren des Körpers, und es dient eigentlich dazu, klar zu sehen. Manche sehen es auch in Bezug auf Visionen wahrzunehmen oder eben auch Energiefelder, die Aura zu sehen. Und ja, darum geht's heute, um das dritte Auge. Es hat natürlich einen sehr starken Bezug zur Zirbeldrüse, die in Verbindung steht mit dem dritten Auge, mit diesem Chakra, das sich hier im Stirnbereich befindet. Ja, und sehr oft, wenn wir das Gefühl haben, dieses Chakra ist blockiert, geht es erstmal darum zu erkennen, dass die Chakren in einem stetigen Energiefluss stehen. Also sie sind, manche Menschen sprechen ja davon, dass man Chakren öffnet und Chakren schließen kann, aber im Grunde ist es so, dass die Chakren, dass dort immer eine energetische Verbindung da ist, von jedem Chakra in verschiedene Energiekörper, in unser ganz gesamtes Energiefeld, und wir stehen auch immer im Austausch mit anderen Energien, anderen Energiefeldern. Also von dem her ist immer ein gewisser Energiefluss da. Aber das Gefühl, dass es blockiert ist, hat vor allem damit zu tun, dass wir uns selbst blockieren, dass wir uns einschränken in unserer Bewusstseinswahrnehmung. Und das hängt eben damit zusammen, wo wir mit dem Bewusstsein sind, wo wir stehen, wie weit wir in unserer eigenen Entwicklung sind. Und nur so viel können wir sehen, wie wir eben auch in unserer eigenen Entwicklung, ja, vorangeschritten sind, ja. Und ja, es wäre ja auch ganz fatal, wenn du dir vorstellen würdest, das dritte Auge würde sich jetzt von jetzt auf nachher komplett diese Bewusstseinsebenen alle öffnen, dann würden wir auf einmal Energien sehen können. Wir würden auf einmal unsere früheren Leben sehen können. Wir würden auf einmal einen Zugriff haben in die Vergangenheit und in die Zukunft, und wir würden die Hintergründe sehen, warum Menschen wie handeln und was es für Dimensionen gibt und für energetische Bewusstseinsfelder oder Wesen innerhalb unserer Matrix und außerhalb unserer Matrix, und das wäre eine komplette Überforderung. Also damit würden wir ja gar nie klarkommen können. Und ja, und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass das dritte Auge oder unsere Bewusstseinswahrnehmung, die wir über das dritte Auge machen können, immer nur so weit in Einklang steht, wie wir unsere eigenen Möglichkeiten haben zu sehen. Also das ist wirklich etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und natürlich gibt es viele Öffnungstechniken oder Methoden oder Meditationen, um das dritte Auge zu öffnen. Und die haben auch ein Stück weit auf jeden Fall ihre Berechtigung. Aber wir dürfen nicht so viel davon erwarten, wenn wir in unserem eigenen Sehen uns so weit beschränken, in unseren eigenen Vorstellungen und über unsere Glaubenssätze, die wir in uns tragen, die beschränken uns, die verklären sozusagen unsere Fenster hinaus in die Wirklichkeit. Und daran liegt es vor allem, dass wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht klar sehen können, dann liegt es vor allem daran, dass es einfach mit unserer Bewusstseinsentwicklung zu tun hat und dass wir dort noch nicht weitergehen können, als wir eben, wo wir stehen. Also das ist etwas, das ganz, ganz wichtig ist.
Ja. Und ein anderer Aspekt ist, dass wir auch bereit sein müssen, unsere Schatten zu sehen, unsere Ängste anzuschauen. Denn das, was uns blockiert, das sind wirklich unsere selber gemachten, natürlich auch oft im Unterbewusstsein liegende Glaubenssätze und Vorstellungen und eigene Einschränkungen, die wir dort in uns tragen. Und ja, und wenn dann Menschen Möglichkeiten finden, das dritte Auge sozusagen durch irgendwelche Techniken mehr zu öffnen, dann begegnen sie oft ihren eigenen Dämonen sozusagen. Das sind keine fremden Dämonen, sondern das sind unsere eigenen Energiefeld, unsere eigenen Schattenanteile, die uns dann begegnen, wenn wir hier zum Beispiel Methoden benutzen, das dritte Auge noch weiter zu öffnen, weiter als es aber eigentlich momentan für uns richtig wäre. Also das ist etwas, das auch ganz wichtig ist zu verstehen. Ja, dann sieht es schon mal ganz anders aus, wenn wir von dieser Warte her dieses Thema mit den Blockaden des dritten Auges uns betrachten. Ja, und Blockaden können auf allen Ebenen entstehen. Die können zum Teil zeigen sie sich auf der körperlichen Ebene als Erkrankungen oder wenn es jetzt um das dritte Auge geht, eben um auch eine Verkalkung der Zirbeldrüse, die dort vorliegen kann und eine Zurückentwicklung der Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse war mal viel größer und hat sich aber ist so ein bisschen zusammengeschrumpft, weil wir auch diese ganzen ja, Möglichkeiten, die uns diese Drüse sozusagen ermöglicht, gar nicht mehr nutzen. Unsere eigene Visualisierungsmöglichkeiten, wir nutzen dies gar nicht mehr so sehr. Wir lesen weniger Bücher und gehen weniger in die bildhafte Vorstellung, sondern wir schauen vielleicht Fernseher und sehen dort Bilder. Und ja, und arbeiten gar nicht mehr mit unserem eigenen Vorstellungsvermögen, unserem bildhaften Vorstellungsvermögen vor allem. Und das kann man natürlich wieder trainieren und schulen, aber das ist mit auch ein Teil, warum die Zirbeldrüse sozusagen an Funktion verloren hat. Natürlich spielt auch eine ganz große Rolle. Unsere Ernährung spielt eine große Rolle, dann ebenso auch die Benutzung zum Beispiel der Zahnpasta, der Fluoride spielt eine große Rolle. Und so gibt es viele Aspekte in unserem heutigen Leben, die natürlich auch darauf einwirken, inwieweit unser Sehvermögen des dritten Auges sozusagen angeregt wird und geöffnet wird. Ja, also diese Blockaden können auf allen Ebenen liegen, auf der körperlichen Ebene, aber ebenso auf der emotionalen Ebene. Wenn wir nicht bereit sind, uns unseren Ängsten zu stellen und Gefühle zuzulassen, dann hindern wir dadurch ebenso das klare Sehen des dritten Auges. Denn die Emotionen und die Gefühle und die Beziehungen, da liegt ganz viel im zweiten Chakra sozusagen. Und dieses zweite Chakra agiert sehr stark mit dem sechsten Chakra. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Und dann geht es wirklich auch darum, Emotionen zuzulassen und sie zu fühlen und bereit sein, sie anzunehmen. Auch wenn es sich erst einmal ein bisschen schmerzhaft anfühlen kann oder wir eben gerne manche Dinge nicht sehen wollen und nicht bereit sind zu sehen. Und das heißt, dann können wir auch nicht erwarten, dass unser drittes Auge sich hier öffnet, wenn wir einerseits nicht bereit sind, manches loszulassen und uns anzuschauen, was da in uns los ist, dann kann unser drittes Auge hier auch nicht mehr in die Weite gehen. Ja, das ist also auch was, was ganz wichtig ist, was zu verstehen ist, wenn es um das dritte Auge geht. Ja.
Und dann gibt es natürlich auch unsere Gedanken, die natürlich auch einen starken Einfluss haben auf unser Fühlen, auf unsere eigene Wahrnehmung von uns selbst, wer wir sind und wie wir sind. Und auch das spielt eine große Rolle, wenn es um das Klarsehen geht, was mit dem dritten Auge zu tun hat. Wenn wir hier auch Glaubensmuster in uns tragen oder aus unserer Familie und unserer Kindheit erfahrene, ja, Muster oder ja, Dinge, die wir übernommen haben von unseren Eltern, können wir uns in einer gewissen Weise einschränken, indem wir uns gar nicht erlauben, Visionen anzunehmen. Und ja, das spielt alles eine ganz große Rolle, wenn es um das dritte Auge geht. Was hier natürlich immer hilfreich ist, ist, in die Meditation zu gehen, in die Stille zu gehen. Also Meditation kann uns so weit helfen, wirklich in die eigene Mitte wieder zu finden, die eigene Kraft zu finden und neue Energie wieder zu aktivieren in uns, neue Energiebereiche in uns zu aktivieren und eben auch ganz stark dieses Sehen des dritten Auges. Und dort können wir bestimmte Meditationstechniken anwenden, um das dritte Auge mehr zu aktivieren. Das geht natürlich schon, aber wie gesagt, sind diese ganzen Punkte, die ich jetzt schon genannt habe, ebenso ganz entscheidend wichtig, wenn es um Blockaden geht, die wir immer denken, die wir dort haben. Aber die Blockaden sind oft in einem ganz anderen Bereich innerhalb unseres Energiesystems, was uns eben dann behindert, über das dritte Auge klar zu sehen. Ja, und dann ist es natürlich auch so, wir können immer nur das sehen, was wir schon in einer gewissen Weise in unserem Bewusstsein sozusagen verankert haben. Also es gibt eine Geschichte von Christoph Kolumbus, als er Amerika sozusagen entdeckt hat und mit den Schiffen dort ans Ufer langsam kam. Und diese Ureinwohner, die konnten diese Schiffe nicht sehen, die haben diese Schiffe nicht wahrgenommen, weil das ganz bisher in ihrem bisherigen Leben gab es nie solche Schiffe sozusagen und sie waren das nicht, sie kannten dieses nicht und deswegen konnten sie es nicht sehen. Und vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben, dass zum Beispiel, wenn ihr ein Buch lest und ihr lest es mal ein paar Jahre später wieder, dann habt ihr das Gefühl, als lest ihr ein ganz anderes Buch. Dann erkennt ihr plötzlich Dinge, die ihr damals, als ihr es zum ersten Mal gelesen habt, gar nicht wahrnehmen konntet. Und so, oder auch einen Film, den ihr mal angeschaut habt und ihn dann nach Jahren nochmals anschaut und plötzlich erkennt ihr eine ganz andere Botschaft in diesem Film. Also das hat auch damit zu tun, dass wir eben immer nur so viel sehen können, wie wir in unserem Bewusstsein, in unserer Entwicklung vorangeschritten sind. Das sind also ganz, ganz wichtige Aspekte. Ja, das war das, was ich euch heute gern alles mitteilen wollte. Ich würde vielleicht auch noch gern ein Video machen über nochmal konkretere Techniken, die man anwenden kann, aber eben ganz wichtig auf Basis, auf diesem Hintergrundwissen sozusagen, dass man das immer im Auge behält, dass das dritte Auge sich nur so weit öffnen kann. Und Bewusstseinserweiterung hat immer was mit Weite zu tun, mit Öffnung, wie wir eben bereit sind in unserer eigenen Entwicklung, ja, wo wir da eben stehen. Das spielt eine ganz große Rolle. Ja, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich auch über ein Like, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich sage Namaste.